Agfa und Orvo. Zwei Markennamen, die Wolfen im 20. Jahrhundert weltbekannt machten. Stellen Sie sich vor, der indische Filmmarkt ist völlig von uns abgedeckt worden. Und Indien produziert mehr Spielfilme als Hollywood. Das weiß man vielleicht nicht, aber vielleicht spricht es sich langsam rum. Die haben eine riesen Filmproduktion und die haben alles mit Orvo gemacht. Wir haben Weltniveau hier produziert und wie gesagt in die Welt rausgetragen. Als ich nach Wolfen kam, stank es an jeder Ecke anders. Es war so dichter Industrienebel, ich kann mich entsinnen, auf manchen Kreuzungen standen dann so Feuerkörbe und Polizisten haben die Arbeit, also haben den Verkehr geregelt. Es war wie ja, in der Hölle. Hier stand sie einst, die Filmfabrik Wolfen. Ein Werk, das erst unter Agfa, dann unter Orvo Geschichte schrieb. Nur wenig erinnert heute noch an Europas ehemals größtes Filmwerk, das 1909 hier auf der grünen Wiese entstand. Geblieben ist ein Museum mit alten Maschinen, auf denen 1936 der erste Farbfilm der Welt hergestellt wurde. Eine der Kantinen, in der früher die Elite der deutschen Filmchemie speiste. Das Verwaltungsgebäude, das früher Zentrum der deutschen Filmforschung war, wird heute zum Rathaus umgebaut. Im Bahnhof, durch den früher jeden Tag tausende Menschen zur Arbeit ins Filmwerk strömten, fahren heute nur noch selten Züge ein. Früher arbeiteten in Wolfen 14.500 Menschen. Und die Wolfener sind ehrgeizig. Sie haben einen Ruf zu verteidigen. In ihrem Werk wurden zwei der bedeutendsten Entdeckungen gemacht, die noch heute in allen Filmherstellern Betrieben der Welt angewendet werden. Die Filmfabrik Wolfen. Ein Werk, dessen Geschichte so widersprüchlich ist wie das letzte Jahrhundert. Ein Werk, das 1945 plötzlich vor einer ungewissen Zukunft steht. Bei Kriegsende ist die Agfa Filmfabrik Wolfen ein besonderes Ziel der Alliierten. Im April schicken die Amerikaner eine Sondereinheit. Ihr Auftrag? Das wohl bestgehütetste Geheimnis der Filmindustrie, die Formel zur Herstellung des legendären Agfa-Farbfilms zu besorgen. In der kämpfenden Truppe sind sofort Fotospezialisten in alten Unterlagen, ist das also noch rauszulesen. Die wurden also einen Tag vor Besetzung des Werkes wurden die in die kämpfende Truppe eingeführt. Also sie stehen sofort hier auf der Matte. Denn wir haben noch eine Reihe von Produktionsgeheimnissen. Die Amerikaner wollen vor allem das Wissen der Fotospezialisten. Eine besondere Koryphäe, John Eggert, Leiter des Zentrallabors in Wolfen. Vater der wissenschaftlichen Filmherstellung, Erfinder des Agfa-Farbfilms. Und dann kam ein LKW, forderte die Familie auf, einzupacken und haben ein LKW voll, Eggerts Familie und einigen Sachen, die mitnehmen wollten, mitgenommen. Und der Offizier hat gesagt, we want to save you, for us and for all the humanity. Also, wir möchten Sie retten und Ihre Familie und Ihr Gehirn für uns, für Sie und für die gesamte Menschheit. Typisch amerikanische Spinnerei. Eggert war allein an 240 Patenten beteiligt. Die Amerikaner nehmen insgesamt 18 Direktoren, Wissenschaftler, leitende Angestellte der Filmfabrik zum Verhör mit nach München. Sie konfiszieren Rezepte, Chemikalien. Tonnenweise verladen sie Papiere und Materialien in Güterzüge. Alles, was an Produktionsgeheimnissen zu finden ist. Diese Produktionsgeheimnisse werden später dann gedruckt als BIOS, FIAT und CIOS Berichte. Und alle Welt wusste seitdem, wie der Agfa-Kolorfilm in Wolfen gemacht wurde. Und unser Vorsprung war hin. Anfang Juli 1945 übergeben die Amerikaner die von ihnen geplünderte Agfa-Filmfabrik an die sowjetische Besatzungsmacht.
Die Russen haben nicht nur Rezepturen und Literatur und Menschen hier rausgeholt, die haben gleich ganze Maschinen hier rausgeholt. Alles abschrauben, abschrauben, auf Waggons ab nach Russland und dort wieder aufbauen. Da mussten dann auch Techniker mit und auch wieder entsprechende Leiter, die noch hier verblieben waren. Also es war von Anfang an ein Ausverkauf der Filmfabrik, sowohl nach der Seite der Amerikaner als auch nach der Seite der Russen. Die Sowjets demontieren bis 1946 60% des Werkes. Die große Agfa in Wolfen, sie scheint am Ende. Aber die Belegschaft, die sogar den Krieg überstanden hat, lässt sich nicht unterkriegen. Ja, das war einfach der Aufbauwillen und der Willen, wir wollen dieses Werk nicht verlieren. Und da sind doch alle wieder gekommen, die nur irgendwie mal in einer Filmfabrik gearbeitet haben. Nach dem Krieg wird Filmmaterial gebraucht. Besonders der Bedarf an Röntgenfilm ist groß, in Krankenhäusern, Lazaretten. Kurz nach der Demontage verlangen die Russen nun den Wiederaufbau des Werkes. Agfa-Film als Reparationsleistung. 1947 geht fast die gesamte Produktion in die Sowjetunion. Nur ein kleiner Teil kommt in Deutschland auf den Markt. Die Filmfabrik Agfa Wolfen im Bitterfelder Industrierevier. Der sowjetische Direktor dieses SAG-Betriebes, Kalischkin, erklärte, dass die Überproduktion ausschließlich der deutschen Wirtschaft zur Verfügung stehen werde. Dafür brauchen die Sowjets vor allem Fachkräfte. Sie werben junge, gut ausgebildete Nachwuchskader an, wie Ursula Nenz, die in Leipzig Chemie studierte. Agfa Wolfen, inzwischen sowjetische Aktiengesellschaft, bietet ihr Aufstiegschancen. Es war bekannt, dass die sowjetischen Aktiengesellschaften besser bezahlten als die deutschen Firmen. Wir kriegten etwa 100 D-Mark mehr. Das war damals viel Geld, ob 500 oder 600 D-Mark. Und dann habe ich mir überlegt, Filmfabrik ist von Leipzig aus, wo ich ja wohnte, gut erreichbar. Und habe mich beworben, indem ich einfach hingefahren bin. Ich habe gar nicht lange geschrieben. Die Chefs waren Fachleute und die waren darauf angewiesen, dass sie sich Fachleute nachzogen. Und haben also ganz gezielt, auch für die spätere DDR meiner Meinung nach, schon sich einen Stamm ziehen wollen. Auch der Filmfan Horst Eilhardt sieht nach einem Chemiestudium seine Zukunft in der Filmindustrie. Es war eine Aufbruchstimmung und die Leute hatten das Gefühl, wir können was schaffen und wir können unseren alten Ruf wiedergewinnen. Der Film wurde gebraucht. Man hatte praktisch gute Absatzchancen, denn es ging ja dann das Ringen los gegen die amerikanischen Firmen, die ja die Patente alle hier mitgenommen hatten, dass man sich da wieder in eine gute Position setzte. 9 Jahre nach Kriegsende übergeben die Sowjets den Betrieb an die DDR. VEB Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen heißt das Werk ab 1954. Die Produktion läuft auf Hochtouren, doch Agfa Wolfen steht vor einer neuen Krise. Jede Woche verliert das Werk Forscher und Ingenieure. Deren Ziel? Agfa in Leverkusen, wo ab 1952 mit dem Aufbau einer eigenen Produktion begonnen worden war. Mit Geld und Pelzmänteln werden die Spezialisten aus Wolfen abgeworben. Die haben sich ihren Nachwuchs sofort aus Wolfen geholt. Und ich bin ja auch auf der Fotokina mal angesprochen worden, auch von einem von Leverkusen, der mich zum Essen eingeladen hat. Da wurde man also auf Benimm getestet. Und er war dann ganz enttäuscht, wie ich gar nicht Interesse hatte, mich abwärmen zu lassen. Doch viele können den Verlockungen des Westens nicht widerstehen. Die Situation in Wolfen spitzt sich dramatisch zu. Fast 1000 Arbeiter verlassen das Werk Richtung Agfa West. Das wurde dann immer mehr und immer mehr. Wir haben dann schon montags gezählt, wer ist denn überhaupt noch in den Labors? Übers Wochenende, wer ist abgehauen und wer ist noch hier? Zum Schluss haben wir also pro Tag hier wirklich einen Abgang. Die Filmproduktion ist hochkomplex und lebt vom Erfahrungswissen der Menschen. Der Verlust von Spezialisten wiegt daher umso schwerer. Viele nehmen auch noch wichtige Unterlagen und teure Chemikalien mit. Der ständige Aderlass ist zermürbend für das Filmwerk. Wir waren etwas zornig über diese Leute, die dann also die Fabrik auf diese Weise verließen und eben das Material mitnahmen, was hier dringend gebraucht wurde. Aber es wurde letztlich dann alles wieder
ins Lot gebracht und die Produktion ging weiter. Man hat also Schwierigkeiten hier in Wolfen nicht gescheut. Und dann mussten jüngere Leute ran, ob sie wollten oder nicht. Und ich habe mit 19 Jahren vor einer Klasse Lehrlinge gestanden und musste mit denen hier in die Filmbetriebe. Ich musste denen die Filmbetriebe erklären, obwohl ich nichts davon wusste. Ich bin ja Chef geworden innerhalb von einem Tag, weil wieder einer weggegangen war. Da wurde ich zum Chef gerufen und habe gesagt, also passen Sie auf, ab morgen haben Sie hier das zwei Stückchen Haus. Ich hatte keine Ahnung, ich kannte die Maschinen nicht. Ich bin erst mal mit Händen auf dem Rücken durchgelaufen, habe mir erzählen lassen, was sie machen, habe gesagt, machen Sie weiter so. Die, die bleiben, demonstrieren Selbstbewusstsein. In einem Hochglanzfilm des Betriebsfilmstudios von 1960. Voller Stolz wird die gesamte Palette der Film- und Faserproduktion in Wolfen gezeigt. Horst Eilhardt erfüllt sich dabei als Regieassistent seinen Traum vom Filmemachen. Die meisten von Ihnen kennen diese Straße und diesen Bahnhof im Herzen der Hauptstadt unserer Republik. Noch viel mehr Menschen in der ganzen Welt aber kennen die Erzeugnisse des volkseigenen Betriebes, von dem wir Ihnen erzählen wollen, kennen die Erzeugnisse unseres Werkes. Wenn man vom Geheimnis des Weltrufs der Aqua-Erzeugnisse spricht, dann muss man zuerst von diesen Frauen und Männern sprechen, von ihrer beruflichen Erfahrung, ihrem Fleiß, ihrer Tüchtigkeit. Filmherstellung ist harte Arbeit. Die gesamte Produktion findet im Dunkeln statt. Lediglich rote und grüne Lämpchen dienen der Orientierung. Im Dunkeln müssen Filme geprüft, Maschinen überwacht, Chemikalien gemischt werden. Im Akkord, im Dreischichtsystem, in einer 48-Stunden-Woche. Die Arbeit ist natürlich hart in zwei Richtungen. Einmal muss die Emulsion bei relativ tiefer Temperatur aufgetragen werden, sodass die Arbeiterinnen waren es meist in der Filmfabrik, dort mit sehr dicker Winterbekleidung saßen am Gießer. Dann war es dunkel und sie mussten auf die Gießfläche schauen, um eventuell Fehler oder Blasen oder Abrisse der Emulsion zu sehen und eben gleich zu markieren. Das war natürlich eine, sagen wir, stumpfsinnige und sehr anstrengende Arbeit. Die Leute aus der Filmaufarbeitung haben fast durchgehend eben über Monotonie am Arbeitsplatz geklagt, über die fehlende Kommunikation, denn sie waren ja auf Einzelarbeitsplätzen mit doch relativ hohen Normen, die sie zu erfüllen hatten, und vor allen Dingen auch Fehl- und Zwangshaltung spielten eine große Rolle. Ich habe gesagt, wenn man da reingekommen ist, man hat ja erst so die ersten 2-3 Minuten nichts gesehen. Aber wenn sie da eine Zeit gearbeitet haben da drin, ich musste nicht stehen bleiben und musste warten, wo ich hinlaufe. Ich wusste, wo ich hingehe und was ich zu machen hatte. Die Sachen, die mussten immer auf ihrem Platz liegen. Also das durfte nicht irgendwo in der Mitte stehen oder im Gang stehen. Ja, ich bin mal gegen die Türe gelaufen, ja. Also eine Stahltüre, die war nicht richtig zu. Die war so halb im Gang, so offen so. Und wenn man dann losläuft und wie man dann denkt, man weiß alles, wo alles ist. Da hat der einer vergessen, die Türe zuzumachen. Und da habe ich gedacht, mich hat es getrennt. Doris Linke ist eine von über 8000 Frauen, die in der Filmfabrik arbeiten. Wolfen ist ein Frauenbetrieb. Der größte der DDR. In der Filmaufarbeitung in den 50er, 60er, 70er und zum Teil 80er Jahren ist ja ein Großteil mit Handarbeit gemacht worden. Also die Perforiermaschinen bedienen, die Aussuchmaschinen bedienen, das alles verpackelt, ja, brauchte flinke Frauenhände. Sie mussten ja eine unwahrscheinliche Fingerfertigkeit haben und schnell sein. Ich weiß nicht, ob Männer das so gut gekonnt hätten. Ja. Die DDR präsentiert sich gern als Land, in dem Frauen besonders gefördert werden. Die Filmfabrik als Vorzeigebetrieb. So berichtet das Fernsehen 1960 ausführlich über den Besuch von Walter Ulbricht. Wissen Sie, uns interessiert am Internationalen Frauentag besonders, wie das wirklich mit der Förderung der Frau aussieht, ja? Wie es wirklich aussieht. Jetzt natürlich, jetzt tut man sehr viel für die Gleichberechtigung, auch vor einigen Jahren.
Da war das doch noch ein bisschen schwerer für eine Frau hier anzukommen. Aber Sie sind doch durchgekommen. Ja, ich bin vorwärts gekommen. Ich bin durchgekommen. Also ich meine, Sie haben etwas breitere Schultern wie die anderen, Ich musste ja wohl, ne? Denn als ich nämlich von der Schule kam, ne, da war hier keine Möglichkeit, als Ingenieur anzufangen. Da konnte ich bestenfalls als Lehrausbilder anfangen. Ja, da war noch die alte Leitung hier. Ja, das war vor 3 Jahren. Ja, die hat immer nach Westen geguckt. Meine Mutter hat da im Büro oben gearbeitet und hat gehört, Ulbricht ist da, neugierig war man ja, und ist runter in den Betrieb. Und da ist Ulbricht gekommen, auf seinem Weg dort, und hat zu meiner Mutter gesagt, ach, Sie arbeiten auch hier in dem Betrieb. Und meine Mutter hat einen schönen weißen Kittel an und hat sie sich hübsch gemacht. Und hat sie gesagt, nein, ich bin im Büro. Und dann hat er ihr die Hand gegeben und hat meine Mutter abends gesagt, fass mich nicht an, mir hat Ulbricht heute die Hand gegeben. Das war also was ganz Besonderes. Doch die Wolfener Filmwelt ist nicht so heil, wie sie scheint. Anfang der 60er Jahre stockt der Absatz. Auf den Westmärkten geht er von 1959 bis 61 um fast die Hälfte zurück. Denn immer öfter umgeht Agfa in Leverkusen eine gemeinsame Vereinbarung, das eigene Sortiment mit Wolfener Produkten zu komplettieren und sie unter Wolfener Namen auf den Westmärkten zu verkaufen. Inzwischen ist Leverkusen nämlich in der Lage, das komplette Filmsortiment selbst herzustellen. Agfa West benötigt die anfänglichen Zulieferungen aus Wolfen nicht mehr und zeigt die kalte Schulter. Die SED versucht die Flucht nach vorn. Von ganz oben ergeht 1963 schließlich die Direktive, den Vertrag mit Agfa West zu kündigen und ein eigenes, neues Warenzeichen einzuführen. Warum ein neues Warenzeichen? Darauf antwortet der amtierende Direktor des Werkes. Die großen Leistungen der Werktätigen des volkseigenen Betriebes Filmfabrik Wolfen wurden jedoch von einem Vertrag überschattet, der zwischen unserem Werk und der Agfa AG Leverkusen bestand und ein gemeinsames Warenzeichen vorsah. Entsprechend diesem Abkommen wurden die Erzeugnisse des VEB Filmfabrik Wolfen im kapitalistischen Wirtschaftsgebiet fast ausschließlich durch das der Agfa AG Leverkusen unterstehende Vertreternetz verkauft. Dadurch hat die Agfa AG Leverkusen unsere ökonomischen Potenzen genutzt und obendrein recht oft unfaire Handelspraktiken an den Tag gelegt. Auf die Dauer gesehen ist unfaires Handelsbenehmen politisch und ökonomisch nicht zu vertreten. Orwo. Ein neues Wort, ein neuer Begriff. Wolfen soll ein sozialistischer Vorzeigebetrieb werden. Mit eigenem Weltvertrieb, eigenem Design, eigener Marke. Orwo. Für mich war es komisch, weil wir zu sehr auf Agfa eingestellt waren. Aber wir haben ja dann gesagt, naja, Agfa ist ein Westbetrieb. Und ehe die Agfa durch uns noch verdient, weil wir ja immer noch mit der Agfa in Verbindung standen, dann wollen wir lieber das Orwo-Zeichen nehmen, dann machen wir das alleine. Alle Jungen und die wussten, dass ein neuer Name auch neue Möglichkeiten bietet. Wir waren ja nicht mehr abhängig von den westlichen Vertriebsorganisationen, die ja nur dann unseren Film vertrieben, wenn sie keinen dafür hatten, die Sorte nicht hatten oder die Menge nicht hatten. Ja, das war ja auch das, was zurückgehalten wurde damals an unseren Aufträgen und durch eigene Aufträge langsam aufgefüllt wurde. Und deswegen ging unser Export zurück und deren stieg, sodass man da einen Schnitt machte und dann konnten wir selbst handeln. Für 1,2 Millionen Valutamark gibt Wolfen die berühmte Marke Agfa auf und überlässt das in der gesamten Filmwelt anerkannte Warenzeichen zum 1. April 1964 Agfa Leverkusen. Der Warenzeichenwechsel von Agfa zu Orwo ist einzigartig. Die größte Werbeaktion in der Geschichte der DDR. Eberhard Wendt war damals für die Präsentation der neuen Marke im In- und Ausland verantwortlich. Es ist bei dieser Warenzeichenumstellung einfach viel, viel Geld geflossen in der Hoffnung, dass natürlich dann auch durch den Export des Filmmaterials wieder reinzukriegen. Das sind Millionen geflossen. Also das, und das auch in Devisen, also in Westdevisen.
Und es war dann damals für damalige Zeiten ein enormer Aufwand betrieben worden. Werblich auf den Außenmärkten wurden viel Geschenke verteilt, viele Werbung gemacht über viele Jahre, um die Marke also weiterhin am Leben zu halten oder weiter dass die Produkte darunter auch verkaufen zu können. Mir fällt als Fußballfan immer ein, 1970 beim Weltmeisterschaftsendspiel im Fußball im Stadion in Mexiko bei dem Spiel Brasilien gegen Italien waren 30 Meter Werbeband der Orbofilm im Endspiel, wo die ganze Welt geguckt hat. Da war also kein anderer Mitbewerber da. Über 36 Millionen Valutamark stehen zur Verfügung, um die neue Marke Orvo überall auf der Welt bekannt zu machen. In Indien, Brasilien, Ägypten. Horst Eilhardt wird für die Warenzeichenumstellung für 4 Jahre nach Kairo geschickt. Im Gepäck eine Schmalfilmkamera mit bestem Orvo-Filmmaterial. Die Umstellung des Warenzeichens von Agfa auf Orvo wurde von der DDR mit einem großzügig unterstützt, auch von der Regierung. Und die Mittel waren also eigentlich unbegrenzt. Das Geschäft wurde wirklich in Weltniveau ausgestattet. Wenn ich mich daran erinnere, wir mussten die Front neu gestalten mit Kalkstein. Die Installation der ganzen Ausstellungsmodule wurde in Messing und Blau ausgeführt. Die Bilder waren hervorragend, die dort ausgestellt wurden. Also ganz Kairo drückte sich die Nase platt an diesem Geschäft. In 57 Staaten startet Wolfen eine Kampagne, um den neuen Namen Orvo einzuführen. In vielen Entwicklungsländern ist Orvo schnell erfolgreicher als Agfa. In Wolfen treffen indessen neue Messeanmeldungen ein. Sie kommen aus Brasilien, Indien, der VAR und weiteren 14 Ländern des kapitalistischen Wirtschaftsgebietes. Absender sind die neuen Vertreter der Orvo-Erzeugnisse. Der Umsatz steigt in Ägypten, dem Filmland der arabischen Welt, 1965 innerhalb eines Jahres auf das 4,5-fache. Wir waren immer stolz darauf, dass nachher fast 90% der Spielfilme irgendwie das Warenzeichen Orvo trugen. Der Plan von der neuen Weltmarke Orvo scheint zunächst aufzugehen. Das Werk wächst und mit ihm die Stadt. Das Werk war rund 1,5 mal 1,5 Quadratkilometer groß, war dicht bebaut, also Anlage an Anlage, Verwaltung, Büros, soziale Einrichtungen natürlich auch, Kantinen und was da alles so war, Bücherei, was vielleicht heute nicht unbedingt dazugehört, eine Sparkasse gab es, der Filmfabrik gehörte. Erheblicher Teil der Wohnung, Werkswohnung, der Filmfabrik gehörte mein persönliches, auch ist nicht mein persönliches, aber von mir sehr geliebtes Fußballstadion, Kindergärten, das Kulturhaus, also Wolfen war die Filmfabrik und die Filmfabrik war Wolfen. Die Sozialleistungen sind für DDR-Verhältnisse außergewöhnlich. Auch Wolfgang Kindermann profitiert davon. Er beginnt 2 Wochen vor der Warenzeichenumstellung in der Filmfabrik und arbeitet dort bis zum letzten Tag des Werkes als Emulsionär. Man kam also schneller an ein Auto, man kriegte schneller einen Kühlschrank und die Wohnungsvergabe war etwas bevorzugt. Ich bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich brauche jetzt ein Auto. Und es dauerte nicht lange, hatte ich ein Auto. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Vielleicht 8 Wochen. Ja, sie hatten hier ist Film, HO, wo sie einkaufen gehen konnten, wo, sag ich mal, dann zum Schichtwechsel dann nochmal, sag ich mal, Sachen ins Regal gestellt wurden, die dann nicht so für jedermann zuzugreifen war. Und meine Kolleginnen waren praktisch diesem HO-Geschäft gegenüber praktisch ausgeliefert. Die riefen gleich durch den Flur, es gibt Bananen im Konsum, und schon rasten die alle los. Man konnte sie einfach nicht halten. Ich habe dann natürlich meine Reformande dafür bekommen. Meine Chefin hat dann gesagt, was war denn bei dir wieder los? Deine Leute sind alle Bananen kaufen gegangen. Aber ich musste sagen, aber deine sind mit dabei gewesen. Kultur gibt es dafür immer. Das Kulturhaus in Wolfen macht jeden Tag Programm für die Arbeiterinnen und Arbeiter der Filmfabrik. Auch das werkseigene Theater probt im Haus und ist Höhepunkt so mancher Brigadefeier und Frauentagsveranstaltung.
Jürgen Brinser war lange Jahre Leiter des Arbeitertheaters und spielte zahlreiche Hauptrollen. Die Leute waren alle mit einer Begeisterung dabei. Und die mussten ja, damals waren die Arbeitszeiten meistens von früh 6:30 bis 16 Uhr. Und die Leute sind ja dann nicht mehr nach Hause gegangen, wenn sie hier nebenan gearbeitet haben. Die sind dann gleich hier ins Haus gekommen. Wir haben ja auch viele Probenlehrgänge gehabt. Und die fielen dann auch mal in die Arbeitszeit rein oder eine ganze Woche Probe. Und dann wurden die also von Seiten des Betriebes auch freigestellt bei Weiterzahlung des Lohnes oder des Gehaltes. Im Wolfener Kulturhaus spielt sich das gesellschaftliche Leben der kleinen Stadt ab. Die Filmfabrik holt zur Unterhaltung die großen und kleinen Stars der Republik. Heinz Quermann entdeckt bei einem Auftritt in Wolfen das Betriebsballett für seine Fernsehshows. Es war unser Ballett. Manche nannten es ja Filmballett sogar. Ja. Also das war auch ein bisschen, sie waren auch stolz. Und wenn Erfolge kamen, da war auch die Anerkennung und die Unterstützung da. Christa Künne gründet 1965 das Kinder- und Jugendballett. Die Filmfabrik finanziert Kostüme, Requisiten und Gastspielreisen. Wir haben ein gewisses Etat bekommen im Jahr. Und nach 20 Jahren, da waren das ungefähr schon 40.000 bis 50.000 Mark. Ende der 60er Jahre profitiert Wolfen von der enorm gestiegenen Nachfrage nach Filmmaterial auf den Weltmärkten. Orwo unternimmt alles, um sich als moderne Marke zu präsentieren. Der Orwo-Kalender avanciert zum Kultobjekt. Diese Kalender, die da hergestellt wurden, die waren ja wie Goldstaub gehandelt. Da war ja die halbe DDR hinter dem Plakatkalender. Das war wie bare Münze. Also ich kenne zum Beispiel einen Fall, dass ein Motorrad-Fan eine Riesenreise durch die Sowjetunion gemacht hat mit seinem Motorrad. Der hat also keinen Pfennig, keine Kopeke für Benzin bezahlt. Der hat also nur mit Orwo-Werbegeschenken und möglichst mit Werbegeschenken, wo ein Akt drauf war. Wenn die Miliz sie mal zu schnell angetroffen hat, und so, da genügt in der Regel ein Kalender und dann durfte man weiterfahren. Die Wolfner wollen auch die lukrativen Westmärkte erobern. Horst Eilhardt reist 1969 in die USA, in die Heimat des großen amerikanischen Konkurrenten Kodak, der mit seinem Farbfilmverfahren mittlerweile den Weltstandard setzt. Ich bin nach Los Angeles gereist, natürlich, um in Hollywood mit Kameraleuten und so weiter zu sprechen und unsere Filme dort vorzustellen. Und bei den Gesprächen dort hauptsächlich mit Kameraleuten über die technische Seite, ging es also sehr gut. Interesse war vorhanden und die Qualität, zumindest auf dem Schwarz-Weiß-Gebiet, hätte angesprochen dort. Doch das Geschäft klappt nicht, denn die Produkte aus dem Ostblock sind mit Strafzöllen belegt. Außerdem, so gut die Qualität der Orwo-Schwarz-Weiß-Filme ist, so wenig Chancen haben die Wolfener beim Farbfilm, den sie immer noch nach dem alten Aqua-Verfahren produzieren. Kodak-Farbfilme sind inzwischen haushoch überlegen. Bei der Reise in die USA war eine wichtige Aufgabe, den Markt zu beobachten, vor allen Dingen Kodak und seine Verfahrenstechnik. Es war bekannt geworden, dass die Patente für die Kodak-Entwicklung ausgelaufen waren. Und es war auch bekannt, dass sich größere Firmen auf dieses Verfahren einstellten, um auf diese Weise in den Markt von Kodak einzubrechen. Denn Kodak war ja zweifellos Marktbeherrscher. Denselben Weg hatten wir vorgeschlagen. Wäre auch die einzige Möglichkeit gewesen, dort in Amerika Fuß zu fassen. 1974 beschließt die Werksleitung, vom Aqua zum Kodak-Verfahren zu wechseln. Die Wolfener Filmproduktion ist jedoch an eindeutige Verträge mit der Sowjetunion gekoppelt, die Hauptabnehmer der Orwo-Filme ist. Die Russen sind gegen das Kodak-Verfahren. Eine Umrüstung aller Laboratorien in dem großen Land ist den Sowjets zu teuer. Wissen Sie, die Welt ist geteilt. Die DDR war auch geteilt. Es gab ja Menschen, die der Meinung waren, wir bräuchten Filme, die Weltniveau haben. Das war auch offizielle Politik. Dem stand einfach gegenüber, und das war ein hartes Gesetz. Ja, von den 12 Millionen Quadratmeter Positiv-Color-Filmen müssen mindestens 6 oder 7 an die UdSSR gehen.
Und ich habe also erlebt, dass man gesagt, also wenn ihr nicht genügend PC7 uns liefert, dann kriegt er kein Erdöl. Das heißt also, wir waren, wenn man so will, immer in einem gewissen Druck. Herbert Pietsch ist einer der renommiertesten Photochemiker der Welt und wird in den 70ern Forschungsdirektor des Filmkombinates. Die Entscheidung zwischen Öl für Filme oder den Anschluss an die Weltspitze, sie wird im Zentralkomitee getroffen. Der Generaldirektor hat vorgetragen und so weiter. Und der Parteiorganisator des ZK hat auch noch was dazu gesagt. Und ich war gerade dabei, meine Tasche zusammenzupacken, als Honecker sagte, ja, nun wollen wir doch mal den Professor Pietsch fragen, dem geben wir jetzt das Schlusswort. Ich habe gesagt, unsere Leute sind nicht dümmer als die anderen. Die können es mindestens genauso gut. Wir haben ein gutes Schulsystem, das ist auch jetzt meine Meinung. Wir haben hervorragende Hochschulen, die gut ausgerüstet sind, die produzieren ja auch hinreichend ausgebildete Akademiker. Und wir haben eine gute Grundlagenforschung. Da ist also die Frage, warum und aus welchem Grunde haben wir solche Probleme. Ne? Es kann doch also nicht an den Menschen liegen. Da fortwirkt, war ein allgemeines Nicken. Dann habe ich gesagt, es geht dann also um Randbedingungen, die also andere eben leichter haben. Die DDR ist von der Sowjetunion abhängig und das Filmwerk kann eigentlich keinen Alleingang wagen. Trotzdem genehmigt die DDR-Regierung dem Werk Millioneninvestitionen für die Umstellung auf das Kodak-Verfahren. Und so beginnen erste Forschungsarbeiten. Es herrscht Aufbruchsstimmung und Nina Hagen liefert 1974 den passenden Song. Es war jedem klar, der Farbfilm war aus Wolf und das muss ein Orgo-Farbfilm gewesen sein. Und da, das war so, ich sag mal, wie so eine kleine Hymne des Werkes. Mittlerweile arbeiten im Ausland mehrere hundert Mitarbeiter für Orgo. Neben der Sowjetunion ist Indien einer der Hauptabnehmer von Filmmaterial. Bollywood produziert massenhaft Filme und jedes Dorfkino braucht Kopien. Günter Gromke ist für Orwo ab 1978 im Kundendienst in Indien. Es gab ein zweiseitiges Abkommen zwischen Indien und der DDR. Es wurde also nicht in Devisen abgerechnet, sondern es wurde gegenseitig abgerechnet. Es war ein Tauschgeschäft, wenn man so will. Also wir haben dort Kaffee, Tee, Knochenschrot, Schellack und solche Dinge, also beidesgehend Naturprodukte eingekauft und dafür haben wir eben verkauft und das wurde gegenseitig verrechnet. Insofern war das für die Inder damals auch ganz attraktiv. Auch die Inder hatten damals noch Mangel an Devisen. Die Verträge mit Indien stammen noch aus alten Agfa-Zeiten. Schon damals lieferten die Inder tonnenweise Knochenschrot, unersetzlich für die Herstellung von Filmgelatine, die vor allem eines sein muss, absolut fettfrei. Die Knochen der heiligen Kühe, die auf der Straße verenden und von der Sonne ausgedörrt werden, sind ideal. Knochenschrot gegen Orwo-Film. Das Geschäft floriert auch zu DDR-Zeiten. Es musste natürlich funktionieren mit dem Material, aber das musste nicht auf die letzte Spitze das Allerbeste sein. Und so haben wir verkauft. Und unser Vertreter in Bombay hat immer gesagt, es gibt Leute, die verkaufen Klimaanlagen und es gibt Leute, die verkaufen dieses Windrad, was in der Stube hängt. Sicher ist eine Klimaanlage besser, ist auch teurer, aber mit dem Windrad kommen auch sehr viele zurecht und wir verkaufen eben Windräder. Die Wolfner würden gern Farbfilme von hoher Qualität produzieren, kommen aber mit der Umstellung auf das Kodak-Verfahren nicht voran. Die von der Regierung zugesagten Mittel fließen immer spärlicher. Die Wirtschaftskrise der DDR wird immer spürbarer, auch in Wolfen. Im eigenen Rationalisierungsmittelbau arbeitet Peter Schneegass an der Entwicklung der neuen Technologie. Wir haben im Entwurf gehabt, neue Begießmaschine, Lagerungstechnik. Wir haben errichtet eine
komplette Versuchsanlage, auf der dieses neue System eingefahren wurde, wo also schon wir im Versuchsstadium waren. Wir hatten Laboreinrichtungen, um dieses neue System zu erproben und einzuführen. Alles in eigener Regie unter den, vom eigenen Maschinenbau hergestellt. Die Entwicklung ist etwa 6 Jahre gelaufen und entschied sich jedes Jahr mit dem Jahresplan, wenn also die Investitionen zugeordnet wurden. Wenn Sie im 5-Jahr-Plan 1,2 Millionen geplant hatten und zum Schluss blieben 350.000 übrig, heißt das, das Ganze verlagert sich nach hinten. Sie haben eigentlich keine Alternative. Entweder hinschmeißen, alles von vorn anfangen oder überhaupt aufhören. Das stand außer Frage, das geht nicht. Also musste versucht werden, Lösungen zu finden, wie man das Ziel neu angeht, mit neuen Terminen und Etappen. Die Planwirtschaft versagt. Die Anlagen der Filmfabrik sind veraltet, laufen auf Verschleiß. Es ist die Zeit, in der die Region Bitterfeld-Wolfen zum Inbegriff der Umweltverschmutzung in der DDR wird. Das war auch nicht so, dass die Leute sich nicht beschwert hätten, wenn jetzt, ich meine, wir haben als Betriebsgesundheitswesen haben wir uns um die Arbeitsplätze gekümmert und dort um diese MAC-Werte, also maximale Arbeitsplatzkonzentration und so. Aber wer in Wolfen wohnte, war ja auch mit der Umweltbelastung konfrontiert. Und das war schon manchmal sehr übel, muss ich sagen. Aber es gab auch Beschwerden. Es gab auch Beschwerden, die dann weitergereicht wurden, von mir aus an den Bezirk oder an den Kreis und so. Aber es scheiterte alle Möglichkeiten. Und man hat so viel immer versucht zu machen, aber das scheiterte meistens an ökonomischen Zwängen. Es gibt also unter anderem ein Schreiben der Staatssicherheit aus dem Jahr 1988, wo also selbst die schon darauf hinweisen, auf die Umweltproblematik, die hier in der Filmfabrik Wolfen besteht. Also auch dort wurde nicht unter den Tisch gekehrt, sondern die weisen eindeutig darauf hin, die Problematik und zum Beispiel die hohe Anfälligkeit für die Kinder mit Bronchitis. Das Faserwerk, das zum Filmkombinat gehört, läuft seit 1985 nur noch mit Sondergenehmigung wegen Gesundheitsgefährdung und unzumutbarer Schadstoffbelastung. Die Maschinen konnten nicht völlig abgedichtet werden, sodass immer von diesen Schadstoffen, es waren ja viele, eben in der Raumluft waren. Und wir haben aus diesem Grunde dann auch angeordnet, dass vor und nach der Schicht jeweils Urin abgenommen wird bei diesen Patienten. Also sie mussten das abgeben. Und danach wurde dann geguckt, wie viel Schwefelkohlenstoff über den Urin ausgeschieden wurde. Und da wussten wir dann ganz genau, wer erstmal vorübergehend herausgenommen werden musste und, ja, und an den, wer Durchblutungsstörungen hatte, wer einen Hochdruck hatte, wer immer wieder nur Herz-Kreislauf-Beschwerden hatte und so, der konnte dann auch nicht weiter beschäftigt werden. Die Betriebsärztin dokumentiert die Gesundheitsprobleme, damit die Werksleitung die Arbeitsbedingungen verbessert. Doch sie scheitert an ökonomischen Zwängen. Das war sehr frustrierend, wenn man eine Untersuchung nach der anderen macht. Aber damit haben wir ja das Grundübel, eben diese miserablen Arbeitsplätze, nicht geändert. Und dann kam zum Schluss nachher ziemliche Hilflosigkeit und auch Frustration auf. So dass ich mich wirklich gefragt habe, ob meine Arbeit noch einen Sinn hat. Trotz aller Schwierigkeiten setzt die Werksleitung immer noch alle Hoffnung auf die Einführung des Kodak-Verfahrens. Die Forschungsarbeiten, die sich aus Geldmangel über 15 Jahre hingezogen haben, stehen Ende der 80er Jahre endlich vor dem Abschluss. Wir waren bei der Einführung. Wir haben die Versuchsbegießanlage, die war ja errichtet, steht heute allerdings nicht mehr, ist weggerissen worden. Und wir hatten die Laboreinrichtung, das große Labor, was noch steht, wo heute Feinchemikalien hergestellt werden. Das war im Prinzip abgeschlossene Forschungsarbeit und Überführung in die Produktion. Wolfen scheint für die neue Farbfilmproduktion nach dem Kodak-Verfahren gerüstet. Doch noch müssen die Filmwerke eine Hürde nehmen, die SED-Planungsbürokratie in Berlin. 1989 hatten wir wieder eine Vorlage für den Ministerrat zu machen über die Einführung des
oder des neuen Kolorsystems. Und wir hatten ja nun sehr viele Beispiele da, also Probegüsse und verschiedene Bilder und die Merkmale und so weiter gemacht. Und die sollte ich dem Willi Stoff erläutern. Dann habe ich ihm das alles erklärt, erläutert, was das bedeutet. Dann hat er gesagt, ihr habt eine prima Ausstellung gemacht, ihr habt euch wirklich Mühe gegeben. Das ist alles so, wie du das gesagt hast. Aber, hat er gesagt, wir können nicht, das geht nicht, das lässt sich nicht umsetzen. Ihr müsst noch warten, das können wir nicht umsetzen. Doch Ende 1989 steht die DDR politisch und wirtschaftlich vor dem Aus. Die Filmwerker scheitern endgültig an der sozialistischen Planwirtschaft. Als die Mauer fällt, schöpfen viele Orwo-Mitarbeiter wieder Hoffnung und träumen von einem neuen Aufbruch. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein solches Flaggschiff so langsam, aber sicher sich wie so ein Elefant in die Savanne zum Sterben legt. Ich war fest davon überzeugt, dass wir das schaffen, die Marktwirtschaft. Das war für uns so fest, dass das wieder erquert wird. Aber es wurde nicht. In der Marktwirtschaft sehen viele Mitarbeiter eine neue Chance. Sie versuchen alles, um sich attraktiv zu machen für einen Investor. 1991 startet Orwo mit Werbeleiter Lothar Schwarz als erster ostdeutscher Betrieb eine Werbekampagne. Der Slogan: ein scharfes Stück Film aus Sachsen-Anhalt. Neue Verpackungen, neue Farben. Alles umsonst. Ein Investor findet sich nicht. 1992 beginnt der Abriss. Die Leute, die vorher noch aufgebaut haben, die mussten dann abreißen. Wir hatten zum Beispiel Emulsionstechnikum, das war genau fertig geworden. Und ein halbes Jahr später fingen die Presslufthämmer an und zerlegten das wieder. Das tut weh, das tut weh. Wir haben Männer geweint, als sie eben abbauen mussten, was sie selber aufgebaut hatten. Was ich bedauere, ist eigentlich, dass das, was dort entstanden ist und wo sich auch viele Leute auch zu meiner Zeit und selbst nach meiner Zeit noch bis zur Wende unheimlich bemüht haben, wirklich was draus zu machen, selbst aus den Möglichkeiten, die eben sehr beschränkt waren und die eben noch bestanden, das vorwärts zu treiben, dass das damit natürlich auch den Bach runtergegangen ist. Aber unter den Bedingungen, wie es am Schluss dann war, war es einfach nicht mehr zu retten. Also da muss man auch Realist sein. Ich konnte mir das nicht angucken. Wenn ich heute hier durch die Filmfabrik fahre, das ist schrecklich. Die vielen Leute, sag ich mal, die hier jeden Tag rein und raus, und da sage ich viermal am Tag, zur Frühschicht, zur Tagschicht, zur Spätschicht und zur Nachtschicht. Was hier für Leute in Lohn und Brot standen. Und gucken Sie mal, was jetzt ist.